Moin Leute, willkommen hier bei Micha Bellum. Wir werden heute Geister probieren, eine Uni-Geister-Challenge. Das wird, ja, interessant. Das auf jeden Fall. Ich überlege natürlich gerade schon, ob ich jetzt hier schon direkt mir einen Geist holen soll, aber ich glaube, das werde ich mal ganz gekonnt lassen. Ich mache das auch so. Weil ich brauche irgendwas auch gegen Kriecher, ne? Na gut, machen wir mal so. Wir sind Geschwindigkeitsspezialist. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz gut für Geister probieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit der Taktik, die ich hatte, nicht funktioniert hat. In Klammern. Manchmal zwingend eine Taktik, war einfach nur eine Hoffnung, dass es funktioniert, aber naja. Ich scheine jetzt hart aus Maul und der Typ hat einfach aus irgendeinem Kackgrund schon Opa her in der ersten Runde. Das gefällt mir echt wenig, in Klammern gar nicht, denn Geister gegen Oberherre ist ja eh immer so eine Sache, wisst ihr, ne? Okay, die KI macht trotzdem den Sieg hier. Ich bin so hardcore weit weg vom ersten Platz. Oh! Ach, das ist angenehm. Muss ich zugeben. Naja, direkt immer da platzieren, dann irgendwie passt er mir da ganz gut. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein Fan davon, erstmal hardcore dem Kollegen hier auszuweichen, der hier Oberheere hat. Ich glaube, wir haben mehr Chancen gegen, nun ja. Wasp sind auf jeden Fall einfacher für uns, glaube ich. Wenn wir nichts verkaufen, dann ist ja die Frage, was mache ich jetzt? Was soll ich denn jetzt verkaufen? Will ich mal das verkaufen? Wenn ich jetzt nichts wirklich, was mir jetzt gefährlich werden könnte und bei meinen KI-Gegnern. Einzige Problem, was ich natürlich habe, ist, dass es auf jeden Fall ätzen wird, wenn sie meine Gebäude klatschen. Deswegen einfach mal aufleveln und dann rein da. Reichweite habe ich jetzt ja einfach schon direkt genommen, weil schon mal ein Vorteil gegen den Wasp. Ich wäre auch mehr Kanonen besser gewesen, aber ich mag halt diesen Vorteil mit der Reichweite natürlich. Ich kann auf jeden Fall das richtige Gebäude verteidigen. Wie viel immer das noch? Die Hälfte ungefähr. Auf jeden Fall jetzt das Gebäude verlieren. Welches Level ist denn der? Also logischerweise 2, aber kann er schon aufsteigen? Nein. Schade. Hat aber es jetzt auch noch nicht geschafft aufzusteigen. Geld. Geil. Ich hab gewonnen! Das ist ein Scherz, oder? Als ob hier gegen zwei von denen kämpft. Als ob sich hier jeder diesen verdammten Geist genommen hat. Hallo? Diesen Spezialist, Geschwindigkeitsspezialist, Realitätsspezialist. Okay, Geschwindigkeitsspezialist gibt es also mehr als einen. Bam. Ich brauche natürlich noch mehr als nur einen. Bin ich gerade nicht sicher, ob ich das zwingen will. Jetzt schon, wisst ihr.
Ach komm, scheiß drauf. Besser früh als spät, sich neue zu holen. Die Frage, würden die es gewinnen? Ich weiß es nicht. Und das auf jeden Fall erstmal hier mit Wolf beimachen und hier die Stimmung verkillen. Die geben bestimmt auch sehr gut XP. Ich gesagt, gedacht, dass die Geister auf Stufe 1 irgendwie das besser hinbekommen. Scheint aber nicht, leider. Okay, hier kommt KI an. Okay, dann geht man langsam zum Gebäude. Heilung wäre nice, glaube ich. Irgendwas, was mir gefällt. Okay, ja. Das könnte mir gefällig werden, auf jeden Fall. So wie eben gerade. Das Ding ist, mein, der macht 1000 schon pro Schuss jetzt hier. Und der schießt auch viel schneller natürlich als eine. Als ein Oberherr, dementsprechend. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, kriege ich viel Geld. Geil. Schmeckt das. Oh, köstlich. Oh mein Gott. Anschritten, das ist einfach zu geil. Das ist lecker, Schmecker. Yummy, yummy. Oh. Na, soll ich das einfach dem Kollegen geben? Ich glaube, ich gebe das dem Kollegen. Oh, der kann das gar nicht haben, nicht Depp. Der hat ja eine fette Panzerung, nicht Dödel, ey. Gib das einfach einen von denen, weil das kannst du jedenfalls nicht, wie schon, deaktivieren mit EMS. So, wir platzieren die schon mal weiter nach da wieder jetzt hier. Der ist irgendwie im Weg, das nervt mich. So, und da mich sowas jetzt unglaublich wenig interessiert mit schon mit den Hackern auf dem Boden, gehen wir mal ganz entspannt hier jetzt einfach rein und klatschen alles weg. Ja, guck dir das an. Oh, der Hacker wird so viel XP geben, geil. Oh, oh mein Gott. Komm her, ach, renn doch nicht weg, Rot. Komm ran. Lass mich deine wunderschönen Wurst schmecken. Es gibt kein XP, das Gebäude, ne? Nee. Aber die will auf jeden Fall XP geben. Oh no, ein Oberherr, der will man alles, ganz, alles kaputt macht dann wahrscheinlich. Autsch. Schmerz. Das richtig gesehen hat er schon. Der hat tatsächlich gewonnen jetzt, aber das lag nur an der Heilung. Gut, der hatte auch Heilung, ne, meint. Also. Ach, ist doch scheißegal, Mann. Der hat auf jeden Fall gewonnen, so. So, die PM wollen wir nach oben knüppeln. Der Kollege kommt jetzt mal natürlich nach da. Hm.
Ja, das ist so eine Frage, ne? Was will ich jetzt machen? Ist der Stufe 5? Der Stufe 5. 160.000 Leben hat der. Das ist doch schön. Ich werde auf jeden Fall später noch, nächste oder übernächste, irgendwie die nächsten Runden werde ich auf jeden Fall noch mehrere Geister mir holen. Ich habe das Gefühl, dass die Masse jetzt nicht zwingend das Wichtige ist, sondern die einzelnen starken. Was zur Hölle ist das? Wo war ich gerade? Ach ja, genau, die einzelnen starken Geister, halt sowas wie der hier zum Beispiel oder der hier vielleicht, der wird auch immer stärker. Natürlich jetzt mit der schwebenden Artillerieanlage können wir von DPM-mäßig auch halt einen Oberherr viel schneller raus, also runterknüppeln. Vom Schaden natürlich machen wir jetzt auf jeden Fall mehr. Das Doppelte an Schaden pumpen wir jetzt raus mit der Fähigkeit. Schwebende Artillerie, also das ist schon ganz nice. Okay, mein Gebäude ist flöten gegangen. Oh, sieht das geil aus. Oh ja. Ist auch alles XP, was hier rumfliegt. Guckt euch das an, ist das nicht schön? Ach du Scheiße, hat er viele Wasp, Mann. Ja, aber wie gesagt, Wasp, die jetzt halt so sind, sind es jetzt nicht zwingend gefährlich für uns. Okay, schade, dass ich den jetzt nicht bekomme, den Kill. Aber vielleicht überlebt die Festung ja bis dann, dann weiß ich. Dann der Aufstieg? Ja, der. Das ist meine Festung, du Arsch! Jetzt hat er meine Festungskill bekommen. Ich könnte Strahl kotzen. Kann bestimmt alles aufgestiegen können. Aufsteigen kann natürlich auch. Damn. Na, verdammte Pupuschnuppu. Oh! Okay, einer, der mit Vollspeed reinjodelt. Das ist schon geil. Okay, das ist jetzt nicht geil. Kriege ich den down? Der macht 11.000 pro Schuss. Nein, das ist Quatsch. Das brauche ich nicht mal versuchen, ey. Wie viel Geschwindigkeit hat der? Okay, gut, der Auto. Also der könnte abhauen. Okay, können alle abhauen, wenn wir schneller sind. Alles klar, Leute. Rückzug. Ach, halt, stopp. Erstmal muss ich noch was machen. Alles klar, Leute. Rückzug. Wir haben irgendwie Bock, nach hinten zu gehen, oder? Und uns dann jetzt verstecken. Ah, der hat eine Reichweite von 180, ey. Ach, 90. Ach, sorry, ja, hab mich versehen. Alter, was? Also, ich glaube, die werden. Also der könnte das auf jeden Fall tanken, der Junge. Eine gewisse Zeit. Aber nur ein wahrscheinlich. Ich glaube, zwei wären auch zu viel dann für ihn. Los, flieh! Und Gott sei Dank sind die Schüsse aber echt kacke von ihm. Oh, nice, wir können fliehen. Wir können echt fliehen, krass. Okay, unser Gebäude ist weg. Und das andere gleich auch direkt. Oh mein Gott, der hat mich flankiert, der Gelbe. Gott sei Dank. Bitte tötet das Gebäude, bevor er. Ja, er geht weg. Oh mein Gott. Oh, das ist göttlich. Oh, das ist göttlich. Als ob. Ich habe mich letzte Folge noch darüber beschwert, dass es das voll schwer wird, aber es ist ja alles voll schwer hier auch am Start, muss ich zugeben. Ich wollte jetzt nicht jinxen, deswegen einfach mal nichts sagen. Einfach mal froh sein. Einfach mal glücklich sein. Einfach mal lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Ah, fuck. Das ist so scheiße. Ja, ich hab gesagt, ich hätte nichts sagen sollen. Scheiße, Mann, was soll denn das jetzt? Okay, mein Bossmonster ist aber noch am Leben. Bossmonster nicht sterben können! Bossmonster unsterblich! Schwebende Artillerie. Ja, töten! Alter, guck dir an, wie fett das Teil einfach hier alles abmurkst. Ach, das ist das nicht schön. Ist es nicht schön zu fliegen? Oh. So, mein Freund, du bist jetzt Stufe, was nochmal? Du bist jetzt schon Stufe 7, ne? Ach, als ob ich das jetzt nochmal ins Gesicht bekomme, willst du mich verarschen? Das ist ein Scherz, oder?
Als ob ich das jetzt nochmal ins Gesicht bekomme. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt. Okay. Diesmal rennen wir nicht weg. Einfach rein da. Wir klatschen alles weg. Keine Chance hat er. Also der tankt auf jeden Fall easy weg, den Jungen hier, weil der ist eine Stufe 1. Habe ich irgendwas, was mir noch unterstützungsmäßig da helfen könnte? Irgendwas? Nee. Ich könnte tatsächlich versuchen... Nein, das kannst du knicken. Okay, das Einzige, was ich nur machen kann, ist hoffen, dass die 3 Jahre brauchen, um dieses Gebäude zu klatschen, dass ich hier das alles klatschen kann. Deswegen einfach damit schnell geht. Und ich glaube, das brauche ich gar nicht. Das ist alles Quatsch. Also, ich habe keine Chance, das irgendwie noch zu schleunigen. Einfach nur hoffen, dass der Big Boss mit der fetten Panzerung einfach hier alles so hart wegtankt, wie so ein absoluter Boss, dass ich da irgendwie durchkomme, durch ihn schnell irgendwie, ja. Das ist das Einzige, was ich hoffen kann. So, deswegen auch das hier komplett genommen. Jetzt haben wir Prozent, alles mäßig hoch. Jetzt haben wir einen Stufe 7er Geist mit knapp 300.000 Leben. Warum steht der 1,6? Was nicht? 1,4? Habe ich das jetzt versehen? Habe ich das versehen? Ich habe keine Ahnung. Okay, der eine ist gestorben, leider. Aber ja, den kriegen wir locker gekillt. Es ist schlecht, dass jetzt sowas hier kommt. Und da ist mein Nemesis, ein Schmelzpunkt, aber der ist aus Outer Range, nice. Flieht, ihr Narren, flieht! Du sollst fliehen, du Idiot, wo gehst du hin? Die zwei High-Level-Boys gehen jetzt hier ein bisschen Opa herbashen. Okay. Nein, was? Ich dachte, den Opa gekillt. Warum hat er nicht die Punkte bekommen? Als ob er ein 4. Als ob er ein Level 4er Schmelzpunkt hat, als ob. Okay, aber ich kriege jetzt den Boss nicht mehr ins Gesicht, das ist doch schön. Jedenfalls etwas positive Sache, die ich da jetzt hier mir sagen kann. Jo, danke. Ich bin ehrlich. Ein Visier bringt mir nicht wirklich viel, weil der unfassbar wenigen Reichweite, die schon haben. Das ist nicht gegen sowas hier. Okidoki. Ah, okay. Die Teile knüppeln mir jetzt richtig gut Schaden rein. Wie wir fliehen jetzt, ihr Narren. Bitte fahr nicht zu schnell voraus. Okay, das wird ja wahrscheinlich troch, aber naja. Ist dann halt so. 18 Meter pro... Ist das wirklich so? War nicht nur 10 schnell? Sieht man ja gar nicht. Ich kann das gleich nochmal bei dem Dingens gucken. Okay, eine Sache wäre jetzt richtig witzig. Oh, schade, ich dachte, der geht mit dem Moss dann bei mir rein und krieg ich den, hau den dann komplett weg, den Jungen. Ach, du Scheiße, ist der schnell. Ja, Phoenix ist jetzt auf jeden Fall ein Problem für mich. Soll ich?
Ja, das Gebäude ist gefallen, das muss ich nutzen. Killt den fetten Boy weg. Nice. Nice. Ah, verdammt. Der Kollege hat meine Schwachstelle herausgefunden, ey. Elektromagnetischen Schuss. Witzigerweise gewinnt trotzdem der Rote. Interessant. Nee, das ist einfach nur Fieden. Das ist Quatsch. Ich würde echt gerne einfach Rammo da rein jetzt bei dem und sein Schmelzpunkt. Das ist der rote, ne? Das ist der gelbe. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass meine Einheiten richtig lange irgendwie wegbleiben. Also das Problem bei dem ist auf jeden Fall, dass er viel zu schnell vorrennt und nicht mit der Gruppe bleibt. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil bei dem Eile-Modul. Alter, wäre doch bloß nur bei den Wasp geblieben, ey. Aber krass, ich mag die Fähigkeiten, die er drauf hat. Das ist auf jeden Fall nice. Hat was. Einfach Hardcore-DPM einfach rein, da alles wegrotzen. Das ist mal schön. Richtig viele Wasp da auch noch. Das muss, also der hat richtig viele Wasp auch noch, ey. Okay, kriege ich jedenfalls mit dem Kollegen das Gebäude hier weggeknüppelt. Ja. Das ist gut. Nee, Alter, der Stufe 5 und macht schon 20.000 pro Schuss, also das ist echt krank. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, was ich mache. Ob das funktioniert in der letzten Runde, weiß ich nicht, aber einfach mal probieren, warum nicht. Der Rote hat mich jetzt überholt. Das gefällt mir gar nicht. Mit Vollspeed so hart schnell wie die sind, dann werde ich das auf jeden Fall so machen lieber. Machen wir den Big Boy mal zum bigeren Boy. Platzieren wir den mal nach da hinten. Ich habe nämlich eine Idee, was ich machen möchte. Wo geht das eigentlich mit einem? Ich hab keine Ahnung. Sicherheit geht vor. Ah.
Habt ihr nicht gesehen? Der war da nicht. Alles cool. Oh, warte kurz. Hallo. So. Oh, hi. Was auch immer du hier machst, Alter. Tschüss. Auf Wiedersehen. Als ob die jetzt schon connecten. Nee, ne? Ich habe ein paar Opfer gebracht. Scheiße. Aber der Big Boy lebt noch, weil ich ihn da hinten gepackt habe. Das war so der Sinn auch der Sache. Alter. War trotzdem nicht geil. Okay, habe ich mein Gebäude hier verloren? Okay, das heißt... Ach! Okay, alles klar. Ich bin froh, dass ich irgendwie nach rechts gegangen bin. Muss das sein? Oh, der... Ach du Scheiße. Okay, wenn 30 streiten, freut sich der Vierte, ne? War das nicht so? Oh, das war knapp im Schmelzpunkt, ey. Das war richtig knapp. Okay, der geht nach da. Das ist ja nur noch Stufe 2er, die ich hier habe, muss man sagen. Oh, ich bin letzter geworden. Oh, nee. Alter. Ich meine, ich hab echt Pech gehabt, dass am Anfang direkt schon hier einer kam, der richtig hardcore auf Ober gegangen ist. Alter, Stufe 7 und der macht 28k Schaden, ey. Schmerz. Glück, dass er nicht Schnellschuss hatte, ey, bei den Oberherren, sonst hätte ich richtig krasses Problem noch gehabt, ja. Mein Plan war einfach, dass ich hier so nach zur Seite gehe und dann gerade auf ihn zu, aber die hatten mehr Reichweite, als ich gedacht habe. Ach, verdammt. Stufe 7, ey, scheiße. Und an sich hat es auch ganz gut funktioniert, ab dem Punkt, wo ich leider dann dem Blauen geholfen habe, da übelst noch rein zu und, ach, verdammt. Da bin ich noch letzter geworden. Ich würde gern wissen. Okay, halt, stopp, das möchte ich jetzt gern wissen. Wiederum speichern. Ich möchte jetzt wissen, was wäre, wenn ich jetzt hier nur nach hinten gegangen wäre und dann die straight drauf zugegangen sind. Gegangen wären. Wer hätte sich das dann geändert, das Game? Das würde ich gern wissen. Alles klar. Ich habe letztes Mal auch das genommen. Diesmal werde ich das tatsächlich nicht auf den packen. Ich werde das nämlich... Ach ne, ich wüsste ja nicht, wo er hingeht, ne? Ich würde es wahrscheinlich einfach dann jetzt so machen. Gehen wir mal davon aus, als würde ich jetzt nicht wissen, was abgeht. Dann mache ich das jetzt so, ganz normal. Ich mache jetzt noch so. Der Kram stirbt, das. Ich mache jetzt den Big Boy nochmal Level auf. Mache ich mal so. Ich muss halt irgendwie das machen, wenn die jetzt hier rüberkommen, ne? Ja, das ist das Einzige, wo ich mir denke, wenn das jetzt... Ich hätte halt sofort mit Vollspeed auf ihn drauf los. Ich hätte nicht noch diesen Bogen machen sollen, wo die mir dann schon die meisten wegknüppeln hätten, also haben, ja, also gehabt haben, also... Ach, da ist noch einer, okay.
Jetzt gehen wir mit Vollspeed auf die drauf. Eine kriegt schon den Debuff, okay. Wir haben nur 3 verloren. Ich weiß nicht, wie viel letztes Mal. Was ist das denn? Okay. Wieder Stufe 9er ist hier. Okay, das ist der Typ mit dem Mega Speed. Scheiße. Oh krass, der fette Stufe 7er von ihm tankt das alles noch weg und klatscht alles weg. Krass. Also was sich geändert hat, ist tatsächlich, dass Rot hat zwar Punkte gemacht, aber nicht so viel. Also ich wäre jetzt tatsächlich, wenn man von Punkten ausgeht, wäre ich wahrscheinlich, ich wäre jetzt Dritter. Denn der Rot hatte am Abstand, mit Abstand am wenigsten Punkte. Nee, Quatsch. Doch, Rot ist da. Nee, verwechsel ich gerade was? Ach egal, ihr könnt ja hier das ausrechnen, wenn ihr wollt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, dass ich was mit Punkten nochmal war. Auf jeden Fall. Ich glaube, an sich habe ich trotzdem verkackt. Also, das ist klar. Ich hätte auch vielleicht nicht zwingend jetzt die Vollhard auf die gehen sollen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was die beste Wahl gewesen wäre für mich. Aber eine Sache möchte ich noch ausprobieren. Alles klar, eine Sache möchte ich noch ausprobieren. Und zwar, was wäre, wenn. Erstmal das hier. Den verkaufen. So, vielleicht so. Jetzt noch Geld mega viel. Wenn ich jetzt nach da gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht das hier gemacht. Das hier noch gemacht. Und auf jeden Fall, damit niemand hier irgendwie auf den Ding kommt. Denn die gehen eh schon nach da, weil ich ja keine Bodeneinheiten habe, gehen die eh schon nach rechts. Dass ich vielleicht so es hinkriege, wisst ihr? Okay, lustigerweise hat mein Rhino jetzt irgendwie weggelockt, die Panzer kurz. Wie ein paar Schuss abbekommen, war schon tot. Ja, also Phoenix ist echt krank, auch gegen die Dingens natürlich. Oh nee! Als ob ich jetzt doch noch gegen Alter. Was zur Hölle? Aber es hat funktioniert.
Aber dann habe ich auf jeden Fall gegen alles gekämpft. Super. Also, ja, hätte ich das gemacht. Ich glaube, dann. Ich meine, der Rote hat trotzdem viel mehr Geld gemacht als ich. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil die Bosse gekillt hat und die ganzen Türme, bla. Ja, aber ich glaube, hätte ich das so gemacht, wie ich gerade hier gezeigt habe, das letzte Mal, das jetzt hier eben. Mit 700 Punkten mehr Rot, so. Ich weiß nicht, wer ich dann. Vielleicht auch Vorletzter oder war der Zweiter maximal. Also Erster will ich niemals. Erster will ich niemals, weil Erster war ja gelb. Okay, gelb am wenigsten Punkte gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich gelb eingeholt, aber irgendjemand anders hätte mich überholt, wie der Rote zum Beispiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall nicht Erster, aber ich werde wahrscheinlich Zweiter, Dritter so jetzt auf jeden Fall, aber. Naja, ihr könnt ja das Mathe machen, wenn ihr wollt. Das Mathe, Mann. Und ich guck gleich nochmal, weil mich würde es ja schon interessieren. Aber ich kann auf jeden Fall positiv hier behaupten, auf jeden Fall mal, dass wir nicht gewonnen hätten. Am Anfang hatten wir schon direkt Probleme, auf jeden Fall damit, dass natürlich der Herr Oberherr genommen hat. Und als er die Schmelzpunkte hier auf einmal waren, war es dann auf jeden Fall vorbei. Naja. Dann war es auf jeden Fall schon vorbei, tatsächlich. Also, ich habe echt noch Glück gehabt, dass er halt nicht hier noch Energieabsorption genommen hätte, denn. Alter, hat mich richtig geklatscht. Ich glaube, die wurden wieder ein bisschen gebufft, die Sachen. Das ist nicht wieder 60%, wie ich gerade sehe. Oder ist es ein Bug von der Wiederholung? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, also vor war es halt 40, deswegen. Ist auch egal. Gut, das war auf jeden Fall Geister. Ich hoffe, ihr habt da nicht so sehr erschrocken, aber muss ja sagen, die Geister waren ja schon echt gruselig teils. Ja, zumindest der hier. Das im Nachhinein hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich einfach nur echt super schwere Panzerung genommen hätte wieder, aber wir sollen sowas riechen, ne, ganz ehrlich. Und na, trotzdem, wir hatten ganz gute Level hier. Ein Durchschnitt von 3 würde ich trotzdem sagen, weil einer ist hier Stufe 9, der andere 5. Und sonst ist ja alles gefühlt Stufe 3 mit einem 4er und sonst nur 2ern, also. Wir hatten nur ein paar Ausnahmen hier, die mal ein bisschen höheres Level waren. Also. Ja. Aber gut, der Geist hat auf jeden Fall hardcore gecarried. Hier sieht man es natürlich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, davor habe ich gesehen, irgendwas mit 2 Millionen Schaden knapp hat er gemacht. Ganz gut auf jeden Fall, ja. Schaden natürlich hier, muss man sagen, echt nicht so viel wie jetzt hier. Dabei ist er nur Stufe 7 und nicht mal 9. Aber Oberherr, wie gesagt, ist deutlich stärker jetzt als ein Geist. Vorher war schon stärker, fand ich tatsächlich, einfach wegen der Reichweite. Ja, doch jetzt auf jeden Fall. Wir haben gut uns dagegen behauptet gegen Oberherr, das ist ja nicht gegen die Overlords. Aber nochmal nie wieder. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wiederhole ich nochmal manche Sachen. Oder Winos auf jeden Fall auch nochmal schauen. Alles klar. Gut, dann wie man für sehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.